Ja, hallo, grüß Gott und willkommen zur Geistesschulung in einem Kurs in Wundern. Herzlich willkommen hier bei Heilungsperspektiven und der gemeinsamen Lektion 191. Ja, wenn diese Bücher, wenn man sie kennt, über Manifestieren und Visualisieren, dort heißt es, wenn du etwas in die Realität bringen möchtest, stell dir es so konkret wie möglich vor, dann fülle es mit einem Gefühl und fühle es so, als wäre es schon da. Und tatsächlich funktioniert ja dieses System irgendwie, aber es bedeutet ja auch im Umgekehrten, alles das, was du jetzt erfährst in deinem Leben, musst du auf diese Art und Weise auch erschaffen haben. Nicht? Es konkret dir vorgestellt haben, es mit einem Gefühl versehen haben, als wäre es schon wahr. Und welche Gefühle macht man natürlich, oder welche Visualisierung macht man immer wieder wahr? Die Visualisierung von der Gegensätzlichkeit. Immer wenn man Urteil fallen, immer wenn wir in Gegensätzen denken. Also wenn du einen Nachbar lebst, mit dem du im Streit dich befindest, dann ist er ein Teil dieses Ausdrucks deiner Vorstellung von Gegensätzlichkeit. Du hast dir keinen streitenden Nachbar vorgestellt, aber du befindest dich ständig so in einer Welt gedanklich, die Gegensätze so erfährt, als wären sie schon wahr. Wenn du dich in einer Beziehung befindest, die dich unglücklich sein lässt, dann ist es doch so, dass du den anderen benutzt, Beziehungspartner, Partnerin, um deine Vorstellung von Gegensätzlichkeit nochmal zu manifestieren. Wenn du mit einem Menschen zusammentriffst, der dich immer wieder vollquasselt, du begegnest ihm, du kannst es kaum ertragen, dann ist es doch so, ja, der ist so, ich bin ja irgendwie anders. Du musst ihm nicht begegnen, weil du eine tolle Schülerin oder ein toller Schüler bist und jetzt unbedingt vergebend da drauf schaust. Geh ihm aus den Füßen, vermeide es, aber sehe es nicht so, dass er so ist und du so, sondern es ist ein Ausdruck von deiner Gegensätzlichkeit, die du immer wieder auf diese Art und Weise manifestierst. Und darum bittet man um Heilung, das kann man selbst ja nicht in den Griff reinkriegen. Was du brauchst, diesen Perspektivenwechsel, Heiliger Geist, lass du mich, diese Person, so sehen, wie du sie siehst. Und dann würde es einfach in dich hineinwachsen. Wir sagten, der Heilige Geist, der hat einen Traum übernommen. Und wie träumt denn der Heilige Geist? Natürlich nicht in Gegensätzen, sondern gegensatzfrei. Und vor 2 Wochen war es so, da war doch dieser Wendepunkt erstmal erreicht. Das heißt, ab jetzt ist es möglich, dass er dir seinen Traum übermittelt und du jetzt beginnen kannst, diesen Traum aus Sicht des Heiligen Geistes zu träumen. Und für mich ist dann also diese Lektion heute, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst, einfach nochmal eine Erinnerung daran. Das ist für mich eine viel zu verknotete Vorstellung, Lektionsbeschreibung, denn man sagt, es ist zwar die Wahrheit, aber verkauf doch die Wahrheit oder biete sie doch an in der kalten Jahreszeit wie einen warmen Mantel oder in der jetzigen Jahreszeit vielleicht eher wie ein schattiges Plätzchen. Und das schattige Plätzchen wäre für mich, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Das heißt, ich bin die verbundene, immer die verbundene Idee des Lebens. Ich bin nur ein Ausdruck davon. Letzte Woche sagt man, hey, wenn du in der Natur spazierst, das ist der Apfelbaum, hier bin ich, lass doch mal, hier ist der Apfelbaum, da bin ich, sondern ich sehe in allem nur die Idee des Lebens. Und jetzt spürst du, jetzt löst sich sowas auf wie deine Ich-Identität. In der Lektion, sei ein Nichts und Niemand und du hast alles. Das ist einfach so dargestellt. Und wir kennen dieses Gefühl, oder du kennst es vielleicht, wenn du im Urlaub bist. Du bist im Urlaub, du hast abgelegt deine Rollen, deine Kleider. Du bist also nicht dort in Kleiderzwängen drin. Du hast keinen Namen, weil diesen Namen niemand dort interessiert, niemand kennt. Du hast ja alle deine Verantwortlichkeiten mal im Moment hinter dir gelassen. Und jetzt bist du frei und in dieser Freiheit machst du auch die Welt frei von deinen eigenen Begrenzungen. Und was machen wir dann? Wir machen Erfahrungen von der Welt, dass wir sagen, boah, die Leute waren alle so freundlich, das war so schön, das Leben dort, das war einfach toll. Das ist so heute in der Lektion beschrieben. Also wenn wir auf diese Art und Weise in Gegensätzen gefangen sind, dann machen wir die Welt zu unserem Gefängniswärter und wir benutzen andere in eine Gefangenschaft. Das heißt,
Wenn ich also in Gegensätzen denke und die Gegensätze von morgens bis abends manifestiere, im Sinne von ich stelle mir sie vor und ich erlebe sie, dass sie schon wahr sind, dann benutze ich diesen Nachbar, um mein Drama wahrzumachen. In einer Beziehung benutze ich Beziehungspartnerin oder Partner, um meine Vorstellungen nochmal wahrzumachen. Dieser Kerl, der vor alles vollquasselt, den benutze ich, um meine Vorstellung von Gegensätzlichkeit nochmal zu manifestieren. Und deshalb gestern oder vorgestern diese Lektion: Schau doch den Füchsen zu beim Spielen. Was du erlebst du? Reinheit, Barmherzigkeit, Friede, Glückseligkeit. Das ist alles das, was du siehst, was du in dem Moment aber auch als Gefühl erfährst, und es ist schon da. Du bist dann eine glückliche Träumerin oder ein glücklicher Träumer, aber aus diesem Gefühl heraus, ich sehe eine Welt, die ist nicht mehr im Gegensatz zu mir, dann spüre ich auf einmal, hier war ich nichts und niemand in diesem ganzen System, verbunden aber irgendwie mit der Idee des Lebens selbst. Das sind so die Schritte, mit denen man dann tatsächlich das manifestieren, was ich für mich dort heraushöre, einfach nochmal das Feld der Möglichkeiten als meine Heimat nochmal zurückerobern, zurückerinnern. Und dazu ist einfach wichtig, nochmal übernimm nochmal diesen Geist des gegensatzlosen Betrachters. Und das steckt für mich so drin: Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Ich bin nichts anderes als die Idee des Lebens, der Schöpfung. Ich bin ein Nichts und Niemand. Und dadurch befreie ich natürlich die Welt, denn dann muss auch ein anderer nicht so sein, wie ich ihn gerne hätte. Weil wenn ich ein Nichts und Niemand bin, bin ich ohne jegliche Vorstellung, wie die Dinge sein sollen oder wie irgendjemand sein soll. Dabei wünsche ich dir einfach Freude im Anwenden. Lies dir die Lektion vielleicht nochmal durch, und vielleicht ist es möglich, unter dem, was wir jetzt so besprochen haben, das ein bisschen besser zu fühlen. Dann wäre es für mich einfach, ja, würde es mich froh machen. Vielleicht ist es möglich, dass es dich aber direkt berührt hat, schon dort, wo Wahrheit angesprochen wird. Sei nicht zu niemand und du kannst irgendwie alles haben. Dann sage ich danke fürs Erinnern, danke fürs gemeinsame Teilen, danke für, ja, dieses wohlwollende Miteinander kommunizieren, und dann sehen wir uns zur nächsten Lektion.